Das ist Gabi Reichert heute. Vor knapp 20 Jahren wollten wir einen Dokumentarfilm über ihre ungewöhnliche Lebensführung machen. Kurz nach Ende der Dreharbeiten bewog ein schwerer Schicksalsschlag Frau Reichert dazu, uns die Rechte auf die Veröffentlichung der Filmaufnahmen zu entziehen. Nach langwierigen Verhandlungen brach schließlich der Gesprächsfaden mit ihr vollends ab. Umso überraschender nun nach all den Jahren Gabi Reicherts Entscheidung, die damaligen Aufnahmen doch noch freizugeben. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirillieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Klang. Wie sie alle. Amsel, Drossel, Finke und Star und die ganze Vogelschar wünschen dir. Das ist Gabi Reichert Ende der 90er Jahre in Kiel. Wenn sie nicht mit der Deutschen Bahn nach Neumünster fährt und von dort aus mit dem Triebwagen der AKN nach Kaltenkirchen, um die Wohnung ihres verwitweten Vaters zu putzen, macht sie meist das, was sie gerne mag. Wir haben Gabi mit der Kamera begleitet und konnten einige ihrer Lieblingsbeschäftigungen dokumentieren, die uns trotz ihrer Eigenheiten doch so charakteristisch für die damalige Welt scheinen, dass wir hier von ihnen erzählen wollen.